Teile eines Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren. Schwarz-Weiß-Aufnahmen wirken meist etwas seriöser als Farbaufnahmen. Sie können die Stimmung von Schwarz-Weiß-Fotografien jedoch noch einmal heben, indem Sie sie einfärben oder auch nur Teile davon. Dies eignet sich besonders gut, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein bestimmtes Objekt zu lenken. Über Bildanpassungen Schwarz-Weiß wandeln Sie ein Farbfoto in ein Schwarz-Weiß-Foto um. Dabei können Sie einzelne Farbtöne noch so lange nachjustieren, bis Sie ein perfektes Ergebnis erhalten. Über Ebene neue Ebene erstellen Sie nun eine neue Ebene. Anschließend wählen Sie mit dem Farbwähler eine passende Vordergrundfarbe aus, zum Beispiel Rostrot. Durch Drücken der Tasten Alt plus Rückschritt füllen Sie die neue Ebene mit der Vordergrundfarbe und in der Ebenenpalette stellen Sie den Modus auf Farbe um. Nun wählen Sie das Pinselwerkzeug und stellen einen geeigneten Radius ein, zum Beispiel 100. Dieser hängt jedoch von der Auflösung des Bildes ab. Die Transparenz belassen Sie bei 100%. Zoomen Sie sich nun in das Bild ein und wählen Sie im Farbwähler eine weiße Vordergrundfarbe. Mit dem Pinsel und der weißen Farbe machen Sie nun bestimmte Stellen im Bild wieder farblos. Malen Sie möglichst exakt über diese Stellen. Für die Ränder des Objekts wählen Sie eine kleinere Pinselspitze. Zoomen Sie sich noch weiter ein und verschieben Sie den Bildausschnitt bei Bedarf, indem Sie die Leertaste gedrückt halten und die Maus in die gewünschte Richtung bewegen. Zoomen Sie sich nach getaner Arbeit wieder aus. Fertig ist das kolorierte Bild.